So, jemand in den Kommentaren hat mich gefragt, ob Thailand rollstuhlgerecht ist. Und das gucken wir uns heute mal an. Ich zeige euch mal verschiedene Stellen hier in der Stadt Chiang Mai, ob man hier mit dem Rollstuhl entlang kommt oder nicht. Also bleibt dran, es wird spannend. Also an verschiedenen Stellen ist das natürlich möglich, aber natürlich nicht leider, oder was heißt natürlich, leider nicht überall. Das zeige ich euch jetzt mal, streckenweise geht das. Aber wenn mal was frei ist, dann wird es natürlich auch zugeparkt. Also barrierefrei ist es hier nicht. So, also wenn man jetzt zum Beispiel hier über die Straße kommt und dann hier weitergeht, hier ist so ein, ja, ich sag's mal, so ein thailändischer Foodpark. Na, wenn man hier lang fährt mit dem Rollstuhl, ist das natürlich schon möglich. Na, bis zu diesem, ja, Shop da hinten, das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, also hier wäre jetzt genügend Platz für einen Rollstuhlfahrer. Das wäre also hier in dem Bereich kein Problem. Aber das sind nur ein paar Meter. Und dann geht es hier weiter. So, und bis zu diesem Shop, so, hier haben sie draußen Müll hingelegt. Und dann ist schon das hier nicht mehr möglich. Es sei denn, man geht dann hier außen rum wieder. So, bis hier bauen sie jetzt gerade so einen kleinen Markt auf. Also in dem Bereich wäre das möglich. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in die andere Seite gehe, eben nicht. Das zeige ich euch jetzt mal. Wieder zurück. So, 10 Meter zurück. Da sieht die Sachlage schon wieder etwas anders aus. So, hier, das ist jetzt die andere Seite. 10 Meter zurück. So, hier fährt gerade einer weg. Ja. So, ja, hier könnte man noch rüberfahren wahrscheinlich. Und dann geht es hier weiter. Und hier jetzt weitergeht zu den anderen Sachen. So, hier kommt man schon wieder nicht mehr hoch. Das heißt, man müsste hier auf der Straße weitergehen. Und dann ist auch schon Schluss, weil hier ist dann alles zugeparkt. Ne? Hier, also ist hier kein Durchkommen mehr. Ja, da hinten geht der Fußweg weiter. Hier geht der Gehweg weiter. Aber kommt man mit dem Rollstuhl nicht durch, es sei denn, man geht auf der Straße weiter. Also weit auf die Straße drauf, wo hier natürlich die Autos kommen, müsste man jetzt hier rumgehen. Also mitten auf der Fahrbahn. Und dann kommt man hier natürlich auf dem Gehweg auch nicht mehr drauf, weil hier ein sehr, sehr hoher Bordstein ist. Ne? So. Und so geht es natürlich hier weiter. Kann man sehen, also man müsste komplett hier auf der Straße langfahren mit dem Rollstuhl. Ja, und hier sind auch immens hohe Kanten, sodass man hier also keine Möglichkeit mehr hat, mit dem Rollstuhl hier wieder hochzukommen. Ne? Ja, man muss sagen, das war noch eine von den guten Stellen hier. Ich zeige euch jetzt gleich noch mal ein paar andere Stellen in der Stadt. Und ja, das muss natürlich jeder Rollstuhlfahrer für sich selbst entscheiden, ob das möglich ist, hier rüber zu fahren oder hier durchzufahren oder nicht. Ich habe keinen Rollstuhl. Ich kann das nur bedingt einschätzen, aber ich zeige euch jetzt noch mal was anderes. So, hier haben wir jetzt mal eine extreme Form von einem Gehweg. Also es gibt hier einen Gehweg, das sieht man ja hier an diesen Platten hier, ne? Oder an diesem verlegten Stein. Aber da das hier überhaupt nicht gepflegt ist, kann man hier, naja, ich sag mal, vielleicht bedingt mit dem Rollstuhl langfahren. Aber wirklich nutzen kann man das auch nicht. Ne? Das hier wird vielleicht gerade so gehen, aber ist natürlich alles zugewuchert. Und ja, also ich sag mal so, man könnte es hier an der Stelle wahrscheinlich machen. Aber ja, schön ist es natürlich nicht. Ne? Muss man mal ganz klar sagen. Das zieht sich also komplett durch. Und wie gesagt, manchmal sind auch Schilder jetzt direkt hier in der Mitte von den Geschäften aufgebaut. Und die man auch nicht drumherum fahren oder nicht ja, so leicht drumherum fahren kann. Also man müsste dann schon wieder hier auf die Straße eben fahren. Ja, ein weiteres Beispiel ist hier. Also hier wäre genug Platz, um jetzt, sag ich mal, hier auf dieser Straße weiterzufahren. Aber wenn man hier wirklich auf dem Bürgersteig hier machen möchte, kommt man nur ein paar Meter weit. Und dann steht hier von diesem Spielzeuggeschäft hier, also mitten im Weg, so ein altes Metallklettergerüst für Kinder.
wo man dann auch wieder hier runter müsste. Riesige Kante hier. Na, und hier geht es weiter, da hinten auch so. Ja, der stapelt hier seinen Müll draußen oder ich weiß nicht, was das ist hier. Kann man ja hier sehen. Ja. So. So, hier ist auch Schluss. Müssen wir also auch wieder hier runter. Ist aber nicht so einfach, weil hier natürlich eine riesen Bordsteinkante ist. Ne? Ja. Oder der hier hat seine Durien hier draußen. Verkaufsregal mit Durien. Ne? Hier das nächste Beispiel. Hier haben sie die Straßengosse sauber gemacht, damit das Wasser hier abfließen kann. Ist ja gerade Regenzeit. Aber das haben sie jetzt hier auf den Gehweg geschmissen. Und hier ist auch wieder ein Verkaufsschild mit Durien. Aber hier sieht man das. Ne? Ist also auch extrem hoch. Also ich möchte bezweifeln, dass man hier einfach so mit dem Rollstuhl eben langkommt. Ne? Also hier schon mal gar nicht. Vielleicht, wenn man geschoben wird, aber es ist eine Herausforderung, ne? Auf jeden Fall. Ja? Weiß nicht, ob man hier auf der Straße fahren möchte, kann man natürlich im Notfall tun. Ne? Ja, wie gesagt, Gehwege, sowas gibt es, aber es wird leider hier in Thailand absolut vernachlässigt. Das scheint also überhaupt nicht wichtig zu sein für die Stadt hier oder auch für die Leute generell, weil die ihre Werbeaufsteller aufstellen für die Geschäfte. Aber naja, wir gucken uns noch mal ein paar andere Orte an. Vielleicht wird es ja besser. Jetzt sind wir hier in der Stadtmitte und jetzt zeige ich euch mal, wie das hier aussieht. Aber im Prinzip auch nicht anders als das, was ich euch eben gezeigt habe. So, Moment, ich drehe mal die Kamera um. So, also hier kann man immer noch ein Stück lang gehen. Hier parkt schon wieder jemand. Kann man hier lang fahren, aber ob das funktioniert hier mit den Löchern, ich weiß es nicht. So. Hier kann man das sehen, aber wir sind zum Beispiel hier jetzt bei einem Big C. So, da sieht das etwas anders aus. Hier hat man zum Beispiel schon wieder Eingänge, die rollstuhlgerecht sind. Aber hier, wo es hier weitergeht, ja, okay, kann man hier muss man hier wieder auf die Straße. So, hier ist zum Beispiel alles blockiert. Hier geht es weiter. So, also jetzt spätestens jetzt bei diesem grauen Kleinwagen hier müsste man hier also jetzt voll auf die Straße gehen, wo auch eine Menge Verkehr ist hier. Ne? Ja, also rollstuhlgerecht ist halt ein bisschen anders. Ja. So, hier geht es weiter. So, das zieht sich weiter durch hier. Egal, wo man hier halt lang geht. Ja, es ist alles zugeparkt oder zugestellt. Also rollstuhlfahrerfreundlich, muss man wohl ganz klar sagen, ist das nicht. Ne? Anders sieht es bei jedem 7-Eleven oder Big C, Big C Mini oder auch Lotus aus. Da sind immer rollstuhlgerechte Eingänge zu finden. Und die zeige ich euch jetzt mal. So, hier zum Beispiel bei einem 7-Eleven, der ja auch direkt an der Straße ist. So, kann man hier sehen, ne? Rampe, um da eben in den 7-Eleven zu kommen. Genauso sieht es auf der anderen Straßenseite natürlich auch aus. Das ist also hier kein Einzelfall. So auf der Seite zum Beispiel auch. Ne? Da hat so ein Geschäft seine Ladentresen, seine Werbung draußen aufgestellt. Also da ist natürlich auch kein Durchkommen mit einem Rollstuhl dann. Ne? Ja, anders sieht es aus, wenn man mit dem Auto unterwegs sein kann. Also vielleicht ein Taxi oder auch vielleicht ein Mietwagen hier, den man eben auch als Rollstuhlfahrer mit benutzen kann. Wenn man mit dem Auto verschiedene Geschäfte erreichen kann, in das Geschäft reinzukommen, ist kein Problem. Da sind also überall so Rampen vor dem Geschäft, dass man eben auch mit dem Rollstuhl in die Geschäfte eben hineinfahren kann. Die Frage ist, ja, ist das extra für Rollstuhlfahrer gedacht oder ist es eben vielleicht auch einfach nur gedacht, um ja, Ware zu bekommen, mit der Sackkarre vielleicht die Ware der Laden zu bekommen. Aber wie auch immer, ist kein Problem. Diese Rampen sind eben da und wenn es eben für die ja, Entladung oder Belieferung für den Laden zuständig ist, dann kann man das auch für den Rollstuhl benutzen.
So, ein zufällig ausgewählter Tempel. Da gucken wir uns jetzt natürlich auch an, wie die Zugänge hier so sind. So, könnte man machen, wenn nicht einer sein komisches Moped hier geparkt hätte. Also hier gibt es einen rollstuhlgerechten Zugang, aber leider auch zugeparkt. Andere Seite vielleicht. Hier das Gleiche. Schön zugeparkt. Kommt man nicht durch, um mit dem Rollstuhl hier hochzufahren. Leider. Gibt es noch einen anderen Zugang? Nein. Oh, das ist leider die Situation. Ja, also rollstuhlgerechte Zugänge gibt es überall zu den Gebäuden zumindest. Aber leider wird natürlich dann auch wieder alles zugeparkt, weil hier in Thailand da leider keine Rücksicht drauf genommen wird. Muss man leider so sagen. Ne? So, jetzt gucken wir uns mal so einen typischen thailändischen Markt an und mal sehen, ob man hier mit dem Rollstuhl langkommt. So, fängt schon an, sogar die Zufahrt oder der Zugang ist hier blockiert. Okay, hier könnte man durchkommen. So, so sieht es dann hier aus. Ja, mal sehen. Ja, Schotterweg einigermaßen fest. Das könnte man noch machen. So, hier wäre Platz genug in diesem Markt hier. Das wäre so ein Markt, wo man bequem mit dem Rollstuhl fahren könnte. Fester Untergrund und genügend Platz, so wie das aussieht. Ja, also das ist so ein Markt, wo es kein Problem ist. Vor allen Dingen, man darf sich ja natürlich so einen richtigen thailändischen Markt ja auch nicht entgehen lassen, wenn man schon mal hier in Thailand ist. Ne? Das ist natürlich auch wichtig. So, jetzt das Beispiel vom Lotus Einkaufszentrum. Hier ist das Gleiche. So, hier kann man sehen, auch abgeflacht, ne, für Rollstuhlfahrer, dass man hier eben bequem hochfahren kann, reinfahren kann. Ja, wie ihr seht, die ganzen Geschäfte haben sowas. Natürlich auch nicht nur die Einkaufszentren, sondern natürlich auch die Apotheken und so weiter und so fort. Die ganzen Geschäfte, meist viele kleine Geschäfte haben das auch. So eine kleine Rampe, um eben in den Laden zu fahren. Aber trotzdem, manche Sachen eben nicht. Gerade auf der Straße, wer sich auf der Straße von Laden zu Laden bewegen möchte, wird es natürlich etwas schwierig. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video dem Abonnenten helfen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das hier seht mit den Rollstuhlfahrern. Das würde mich mal interessieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.